Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Einzimmer-Villa-Box von Berkan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. So, wir werden das Ganze mal vom Plastik befreien, damit das Ganze hier nicht so spiegelt. Und so sieht die Box dann aus. Ist das erste richtige Box-Release von Berkan. Also es gab schon mal ein Release von ihm. Kauft meine Liebe hat das, glaube ich, geheißen. Aber das ist jetzt das erste Release, das auch in Boxform erhältlich ist. Und es ist eine sehr flache Box. Es ist so eine klassische Vinylbox. Und von der Optik ist es so ein dunkelrot. Und es erinnert sehr stark von der Optik so an Leder bzw. Samt. Also, weil auch hier die Kanten, die sind jetzt nicht irgendwie beschädigt, sondern das ist einfach optisch absichtlich so gemacht, dass zum Beispiel hier die Ecken abgestoßen sind, dass das Ganze so einen alten Look hat, so als wäre das irgendwie schon länger in Familienbesitz, als hätte das schon ziemlich viel mitgemacht. Also, auf der Oberseite lesen wir BRKN, also Berkan, Einzimmervilla. Ansonsten rundherum gar nichts zu lesen. Es ist immer diese Dunkelrot-Optik. Und auf der Rückseite haben wir ebenfalls nur die Credits angeführt und auch hier der Barcode. Also der ist absichtlich so gestaltet. Das ist nicht irgendwie von mir abgerissen oder so. Das ist so aufgedruckt. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal, was sich in dieser wunderbaren Box befindet. Decklist abnehmbar und wir haben einmal ein T-Shirt, dann haben wir einen Schlüssel, das Album an sich, die Instrumentals, ein Poster und jetzt wissen wir auch, warum die Box so groß ist, dann haben wir noch eine Vinyl hier drinnen. Alles klar. Die Box von innen schwarz. Machen wir mal wieder zu. Und wir fangen an mit dem Album an sich. Wir werden das gleich mal öffnen, also aus dem Plastik befreien. So. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier Berkan in seiner Einzimmervilla sitzen. Sieht sehr nach Plattenbau aus. Und hier rechts haben wir eben noch ein Saxophon bzw. eine Gitarre oder ein Bass. Und hier noch einen Ghetto Blaster. Und Berkan sitzt hier in seinem dunkelroten Jackett. Also, erinnert sehr stark von der Farbe an die Box. Auch wenn der Glanz nicht so ist wie dem Kleidungsstück und er ist gerade am Rauchen. Auf der Rückseite haben wir hier die Tracks aufgelistet. Also wir haben 11 Tracks und auf dem Album selbst keine Features, also 11 Solo-Tracks von Berkan. Mein Lieblingstrack bis jetzt ist Atemmaske. Es ist sehr speziell, das Album, weil es ist kein Rap-Album in dem Sinn, sondern Berkan, falls ihr noch nicht kennen solltet, ist sehr, sehr gesangsorientiert. Also er singt sehr viel und rappt relativ wenig. Ich bin aufmerksam geworden auf ihn durch seine Klaviersessions. Also da hat er zum Beispiel mal mit den 257ers oder mit Alligator so Remix-Varianten gemacht von bestehenden Tracks. Und diese eben am Klavier begleitet und selbst dazu gesungen. Hat mir damals richtig gut gefallen.
Speziell der Track mit Alligator ist bei mir hängen geblieben. Dann haben wir hier im Booklet die Tracks aufgelistet, 11 Stück. Und hier einfach die Info, wer hier noch beteiligt war. Hier Berkan mit möglicherweise seiner Freundin. Was haben wir hier? Eine Danksagung. Dann haben wir hier noch das Klavier, beziehungsweise hier die Social Media und Online-Auftritte von Berkan. Dann die Credits. Und auf der Rückseite nochmal, wo sonst, natürlich am Klavier. Sein Hauptwerkzeug. So, dann haben wir die CD, diese ebenfalls in diesem dunklen, ja, Weinrot gehalten. Beste, das Label von Berkan. So sieht die CD aus, so die Rückseite. Dann haben wir zum Album zugehörig die Instrumentals. Selbes Cover, nur mit dem Unterschied, dass hier instrumental steht. Auch hier natürlich 11 Tracks. Und die CD genauso wie die Album-CD, nur mit dem Zusatz Instrumental. Und die Instrumentals in einer Papphülle, wie so oft. Dann haben wir einmal diesen Schlüssel. Dieser ist in Gold und hier lesen wir, die Frage, ob man das sehen kann, Einzimmervilla lesen wir hier. Und hier BRKN. Ja, wird man jetzt wahrscheinlich nichts Spezielles damit anfangen können. Man kann ihn an den Schlüsselbund hängen, beziehungsweise um den Hals als Schlüsselanhänger, als Halskettenanhänger, wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass dieser als Schlüssel zu verwenden sein wird. Aber vielleicht meldet sich ja Berkan irgendwann mal bei seinen Fans und sagt, es gibt eine Wohnung in Berlin und diese ist mit eben jenem Schlüssel aufzusperren. Und dann haben wir noch eine Vinyl. Schauen wir gleich mal. So. Öffnen wir das mal. So, und das ist die Kennst du einen, kennst du alle Vinyl von Berkan. Und hier haben wir unter anderem Alligator, den ich vorher schon angesprochen hatte. Schauen wir gleich mal. Also, wir haben hier 5 Tracks. Features von Dazzle und Merlin, Alligator, Fat Tony, Raf Camora und Nico von KIZ. Der 257er Tracks ist nicht drauf, spannenderweise. Sag nichts Falsches, das war der Track, den ich gemeint hatte mit Alligator, der mir speziell im Gedächtnis geblieben ist. Den fand ich damals richtig krass. Also vom Text her, kennst du einen, kennst du alle. Okay, ja, also hier haben wir eben die A- und die B-Seite. Und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Klassisch in Schwarz gehalten, kennst du einen, kennst du alle. So sieht das Ganze aus. Auch wenn es schon ein alter Tonträger ist, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe immer noch sehr viel übrig für Vinyls und finde es immer sehr schön, wenn ein Album eine Vinyl beigelegt hat, egal ob das jetzt das Album an sich ist oder wie hier eine quasi Bonus-EP in Vinylform. Dann haben wir noch ein Poster dabei. Schauen wir uns gleich mal an, was wir hier haben. Einseitig bedruckt im Querformat. Hier Berkan etwas unscharf, dafür der Fokus hier im Hintergrund auf den Block bzw. auf die Stadt. Berlin, wenn ich mich nicht irre. Sehr schön. Einseitig bedruckt im Querformat. Und als letzten Bestandteil haben wir dann noch ein T-Shirt. Das
So sieht das Ganze aus. Also komplett in weiß. Und hier auf der Brust haben wir einen Notenschlüssel mit BRKN-Anhänger. Gelungenes Design. Und speziell der Backprint, also der Aufdruck auf dem Rücken. Hier lesen wir nämlich BRKN 1Z, also BRKN ein Zimmer, BRKN 1Z, also ein Zimmer. Und hier dann noch New York, Paris, Berlin. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefällt mir das extrem gut. Dieses 1Z, dieses verschlungene, hat mich am Anfang irgendwie ein bisschen erinnert an das Logo von der Apotheke. Diese Schlange, aber gefällt mir echt gut und ist ein wirklich, auch in dieser runden, in dieser Stempeloptik, ist echt gelungen für den Backprint, meiner Meinung nach. Wir schauen uns das jetzt nochmal kurz im Detail an, damit ihr hier einen Eindruck bekommt, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben das T-Shirt komplett in weiß und hier auf der Brust diesen Notenschlüssel und das BRKN-Namensschild dazu. Was ich vorher natürlich noch vergessen hatte zu zeigen, wir müssen es uns natürlich immer auch noch anschauen. Wir haben ein T-Shirt in Größe L, Earth Positive Climate Neutral, also da wurde wirklich Wert gelegt. Und dann haben wir, wo haben wir es hier? Wert auf die Umwelt wurde hier gelegt. Made in India, Reducing Carbon with the Carbon Trust, also CO2 wurde hierbei nicht so stark ausgestoßen oder es wurde darauf geachtet. Und dann haben wir hier noch die Info, 100% Organic Cotton, also Bio-Baumwolle. Und dann hier noch der Hinweis, Fair Wear Foundation. Gefällt mir gut, dass es nicht so ein 0815 Fruit of the Loom oder Gilden ist, sondern dass man hier wirklich auch ein bisschen auf die Umwelt bzw. auf faire Produktionsmethoden achtet. Ja, in der Box haben wir einmal das T-Shirt in Größe L, das Poster im Querformat einseitig bedruckt, diese wunderbare Vinyl, kennst du einen, kennst du alle, den goldenen Schlüssel, die Instrumentals in der Papphülle und das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album an sich bzw. der Box haltet. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Berkan unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.